Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge Anno 1800. Ja, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir waren tatsächlich dabei, gerade Nähmaschinen in unser kleines Reich hier zu bringen. Und ja, nach unserem kleinen Kameraschwenk, wenn wir wieder in der richtigen Position sind, würde ich sagen, machen wir dann auch gleich. Ja, wir warten einmal, bis wir nach Norden ausgerichtet sind. Das müsste ungefähr, ich meine, noch 45 Grad. Und jetzt der Fall sein. Oder auch nicht. So rum muss es. Na gut. Aber schauen wir doch mal. Wir gehen mal ins Baumenü. Handwerker und Nähmaschinen. Auf dieser Insel 0. Holz haben wir zweimal auf der Insel und Hochofen steht auch schon. Eigentlich brauchen wir nur 150 Ingenieure und Handwerker. Und dann kann es losgehen. Also, würde ich sagen, ein paar Upgrades und dann Feuer frei. Putz. Putz. Und das reicht erstmal schon. Wir wollen da nicht übertreiben. Unsere Bilanz ist ganz okay. Und dann holen wir uns noch Nähmaschinen ins Haus. Das Gebäude finde ich ja tatsächlich auch relativ schick. Deswegen bratze ich das hier einfach schön in den Hafen. Zack. So, jetzt noch ein bisschen schick Straße und dann läuft. Auf wie viel Prozent läuft hier unser Holzfäller? Ach, der ist gar nicht betroffen. Perfekt. So, dann nimmt das hier da Form an. Ich hoffe, wir haben noch Stahl genug da. Wir gucken mal einmal nach. Also Eisen ist es. Doch, Stahl ist es. Und Baumstämme, wie schaut es da aus? Die sind abnehmend tatsächlich. Ja, ich glaube, wir bauen mal noch einen Holzfäller, aber. Daran soll es am Ende nicht scheitern. So. Zack. Und einmal einen Weg rum. So. Hier hinten könnten wir eigentlich mal alles Steinstraßen ausbauen. Das bringt wieder ein kleines Plus bei den Karren, die ja alle gerne mal bei uns hier an der am Versorgungslimit sind. So, damit es auch schicki aussieht, sind die da überall. So, gleiches könnten wir eigentlich auch hier hinten gleich machen. Obwohl hier eh alles ziemlich voll ist. Zumindest Arbeitskleidung sollten wir entsprechend viel haben. So, jetzt habe ich hier aber einmal Blödsinn gemacht. So, den Scheiß wieder weg hier. Das wollen wir nicht. So. Ja, warum seid ihr am Limit? Sind wir da voll? Ja. Bis unter das Dach. Meine Fresse. Aber sehr gut. Ist ja schon mal schön. So, dann kriegen wir jetzt erstmal gleich eine Nähmaschine. Eventuell werde ich demnächst nochmal eine zweite Eisenmine hochziehen. Na du. Haben wir nicht schon Steinkohle abgebaut? Aber Konserven? Null auf dieser Insel. Und auch noch kein Gulasch. Was ist denn hier los? Und hier hatten wir doch auch schon angefangen zu bauen. Das ist doch hier irgendwie. Habe ich das Gefühl, hier ist Quatsch. Wir laden mal das. Wo wir eine Cloud Save und immer den. Jo. Gucken wir doch mal rein. Also ich bin der Meinung, wir hatten definitiv schon Gulasch auf der Insel. Und auch die Nähmaschinen. Meine ich mich zu erinnern, dass die schon da waren. Das ist ja so, wie es ist, erstmal Humbug. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
So, kicken wir nochmal. Steht hier irgendwie mehr? Nö, 140 Ingenieure. Da steht auch nichts. Ich muss da wahrscheinlich nochmal in den Stream reingucken. Das ist alles heute. Gucken wir da mal rein. Aber ich bin dezent verwirrt. Dezent sehr verwirrt. Aber naja, so bin ich manchmal. Dann ist das halt so. Aber ich meine, wir hatten doch auf allen Inseln schon angefangen auszubauen. Das ist doch so ja Blödsinn. Spielstand gespeichert. Wo sind wir denn hier jetzt? Gut, so. C4 hebt euch empor. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Handwerker als vorhin. Hier haben wir auch die Gulaschkanonen. Hier haben wir eine Konservenfabrik. Und hier steht auch schon das Nähmaschinenwerk. Na, das kommt doch schon eher hin. Nehmen wir doch einfach den Spielstand. Wie sieht es in der neuen Welt aus? Na, meine ich doch wohl. Hier steht doch schon ordentlich was. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auch schon mehr war. Aber wir nehmen jetzt einfach den. Ne, wir kicken mal an die alte Welt, wie da die Bedürfnisstruktur ist gerade. Fehlende Waren. Ja, und da ist schon das der Fall, was ich vorhin habe kommen sehen. Weswegen wir hier jetzt gleich nochmal einen Holzfäller bauen. So. Wo ist denn hier der nächste? Da. Oh, arschweit weg. Hoffen wir einfach mal, dass er den nimmt. So, wie sieht es mit den Bedürfnissen aus? Noch ein bisschen mehr Wurst. Bier könnten wir auch noch mal ein bisschen nachlegen. Nähmaschinen haben wir schon. Und Rum haben wir noch gar nicht. So, also erstmal Bier auffüllen und Wurst auffüllen. Hier haben wir auch erstmal den Scheiß rein. Wiederum in der Befürchtung, der Karren könnte überfordert sein. So. So wird er doch einen Schuh draus. So, da hatten wir hier die Wurst gerade aufgefüllt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ach nee, Wurst war es ja gar nicht. Ich meinte Bier. Wir füllen einfach mal das Bier auf. Ja, ich glaube, hier kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, das Letzte, was wir gemacht haben. Die Felder ausgeweitet. Und ich glaube, um das Ganze ein bisschen schicker zu gestalten, werden wir das Ganze jetzt hier von der anderen Seite aufziehen. Putz! Dann stellen wir hier schön ein Lagerhaus mitten in die Mitte. Ich glaube, das wird schick. Dann ziehen wir nämlich hier die nächste Reihe Bauernhöfe lang. Die dann schön mitten im Feld stehen. Ich glaube, das sieht cool aus. Das machen wir so. Brauchen wir erstmal ein Lagerhaus. Also ihr seht, es geht mir auch da wieder ein bisschen mehr um die Optik als alles andere. So, hat er ein bisschen was von seiner. Kleinen Scheune mitten im Nix. So, wie regeln wir das? Korn. Wir brauchen Korn. Zack, mal sehen, wie viel Platz der braucht. Oh, da kriegen wir wohl keinen zweiten mehr hin. Und erst recht nicht, wenn wir da nochmal einen Weg hinpflanzen. Aber das ist uns egal. Wir wollen es. Hauptsache schick. Muss nicht immer alles so übereffizient sein. So, da haben wir den ersten. Und brauchen wir noch mehr? Fragezeichen. Wie steht es denn mit Korn? Ja, das ist eh auf dem steigenden Ast. Wie sieht es mit Hopfen aus? Ein bisschen mehr Hopfenbrauer und ein bisschen mehr Malz. Das heißt, wir werden jetzt mal hier eine zweite Mälzerei bauen. Ist auch mittlerweile am Arsch der Heide hier.
gleich groß, ja. Egal. Eine Melzerei. Zack. Eine Brauerei. Aber nicht so. Das sieht ja mal scheiße aus. Moment. Zack. Zack. Und dann läuft das. So, dann kümmern wir uns um Hopfennachschub. Bin ich das? Ist meine Insel? Sieht nicht nach meiner Insel aus, ehrlicherweise. Nein, ist auch nicht meine. Ach, ich bin ja auch gar nicht gelb, ich bin ja grün. In meinem anderen Spielstand bin ich gelb. Naja, knapp daneben. So. Das ist nicht die richtige Insel. Da haben wir den Hopfen, den Juten. Dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Putz. Und der nächste, bitte. ...96 von 96. Und dann haben wir auch mehr Hopfen. Herrlich. So, haben wir genug Hopfen? Wir haben genug... nicht genug Bauern! Weil wir immer noch mehr Bauern brauchen. So ein paar reichen ja nicht. So. Meine Fresse, das sieht hier aus. Ja, ist schon wieder Party. Schatz, komm und tanz mit mir. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Putz. Und da auch. So, ich glaube, wir werden hier sogar noch ein paar Häuser hinterher hinten dran ziehen. Aber dann lieber so. Da machen wir ein bisschen Deko hin. Können wir gleich mal machen. So, sollen es ja schön haben. Ja. Karneval haben wir schon wieder. Sieht eher nach Erntedankfest aus, aber okay. Wenn die meinen, das ist so, dann ist das so. So, immer noch Bauernbedarf bis zum Getno. Meine Fresse. Ach, hier ziehen sie auch. Sehr schön, sehr schön. Eigentlich könnten wir mal langsam anfangen, hier ein bisschen Deko reinzuschaufeln, ne? Aber erst gucken wir mal auf die andere Insel. Ab in die neue Welt. So, wie sieht das denn hier aus? Wir wollen ja Rum für unsere kleine... für die alte Welt haben. Haben wir das hier schon gebaut? Ja, voll mit... Holz. Ah, hier ist schon. Sind schon fleißig am Rumbrennen. Auch gleich zwei. Und da ist auch schon ein bisschen was im Lager drin. So, die Frage ist, reicht das bisschen für die neue und die alte Welt? Spontan würde ich sagen, nein. Also, gleich mehr davon. Zuckerei. Oh, in diesem Dschungel sieht man echt nichts. Das ist immer wieder erstaunlich. So. Wir werden, glaube ich, erstmal eher... ich nehme hier noch einen zweiten neben. Muss mal gucken. Nicht ziehen wir das hier einfach... ja, das sieht doch gut aus. So machen wir das. Dann machen wir nämlich hier zwei hin. Und dann bauen wir noch einen direkt daneben. Dann kommen die sich auch nicht großartig ins Gehege. Dann haben wir das nämlich... wunderbar voll. Ne, bis in die letzte Ecke. Ich finde das genial, dieses neue System. Zack. Das passt. So, wie lange braucht ihr? 30 Sekunden. Ihr braucht auch 30 Sekunden. Das heißt, wir könnten hier jetzt locker noch zwei Rumteile hinbasteln. Und ich glaube, das machen wir auch. Dazu kommt ja noch ein Holzfäller ran. Jo. Ihr braucht doch, ja, ganz normal Holz. So. Wie viel Prozent kriegen wir dich hier? 100%. Das ist ja herrlich.
So. Zack. Und dann wird das schon. Nein. Ich doch nicht. Na, was hat er denn? Zu wenig Theater. Na, da können wir was gleich drum. Oh. Der hat hier ein bisschen viel zu tun, glaube ich. Was brauchen wir für einen Ausbau? Oberos. Das ist die nächste Entwicklungsstufe. Haben wir die noch nicht? Oh, tatsächlich nicht. Die wollen erst Ponchos haben. Aber gut, kriegen wir hin. Erstmal hier noch zwei Destillen dran. Eins und zwei. Haben wir das schon mal. Und dann gucken wir mal, dass wir den ein paar Ponchos nähen. Wieso habt ihr eigentlich keine... Habe ich das echt noch nicht gebaut? Ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Meine Güte. Alpaka-Wolle. So, wo setzen wir denn das hin? Da haben wir Bananenecke. Hier haben wir Holzfällerbetriebe. Ich will das hier nicht direkt neben haben. Hier kommt jetzt ausschließlich Rum. Alles mit Tieren könnten wir eigentlich hier machen. Machen wir auch. Zack. Rüber. Und hier lang. So. Und ein bisschen Alpaka-Wolle. 30, 30. Ideal. So, was brauchst du denn? Vier Felder. Eins, zwei, drei, vier. Und gleich nochmal einen daneben. Und eins, zwei, drei, vier. Und dann können wir auch einmal gleich zwei so eine Poncho-Dinger hier bauen. So und so. Und das Lagerhaus machen wir. Was hier hin? Nö. Ich guck mal gerade was. Blaupausenmodus. Das wäre dann so. Eins, zwei, drei, vier. Und das Lagerhaus müsste dann entsprechend, wenn der Weg passen soll, dahin. So. Ja, ihr braucht erst noch Alpaka-Wolle, alles gut. Aber das kann gleich gebaut werden, das muss nicht im Blaupausenmodus. So. Ja, die kaufen hier fleißig Anteile, sollen sie mal machen. So, haben die Ponchos, die haben Rum. Und wir können mal gucken, dass wir eine Handelsoper einrichten. Oder haben wir da schon eine? Nö, haben wir da nicht. Ich glaube, unsere Produktion ist locker weit genug ausgebaut, dass wir hier jetzt 98, 71, woran mangelt es denn? Warum läuft er nicht auf volle Lotte? Ja, kümmern wir uns gleich drum. Gut, wir haben mehr Holz. Und... Ja, ich sollte passen. So, wollen wir mal wieder ein Schiffchen losschicken? Die Admiralität hat den Aufenthaltsort einiger Piraten offengelegt, die das Gebiet terrorisieren. Piratenschatz klingt gut. Haben wir schon... Ne, wir haben noch kein Linienschiff. Nee. Machen wir später. Erst will ich ein Linienschiff haben. Dann schicken wir die Leute auf so eine Mission hier. So, dann Handelsroute. Route einrichten. Ja, auch über die Insel ist das relativ easy. Ne? Brauchen hier nur neue Welt. Dann unser Inselchen. Das hier ist das Wichtige. Und dann gehen wir einmal in die alte Welt. Nehmen hier unser Last Haven. Und in Arsch der Heide wird Rum eingeladen. 50 Tonnen und in Last Haven wieder ausgeladen. Dann noch ein Schiffchen dazu machen. Dorsch. Ich mag den Schiffsnamen. Epiphania. Die dazu und annehmen. Und dann kann die da fleißig hin und her schippern. Und uns lecker rumbringen. Und dann können wir hier, glaube ich, auch schon. Jo,
Können wir aufsteigen. Wir bauen vorher noch ein bisschen aus, damit wir nicht gleich zu wenig Arbeitskraft haben. So. Straße rum. Und dann kann es auch schon losgehen. Was ist das hier eigentlich? Kautschuk. Ja, danke. Danke, danke. Ich werde es gut gebrauchen können. Wie sieht es denn hier mit Feuerabdeckung aus? Haben wir irgendwo schon eine Feuerwehr? Das sieht tatsächlich nicht so aus. Ja, das machen wir dann gleich. So. So, und was brauche ich? Was mache ich mit Kautschuk? Wofür brauche ich das? Wahrscheinlich in der neuen Welt. Alten Welt. So, machen wir auch gleich eine Polizeibarriere hin. Die randalieren nämlich gerne mal. Die Penner. Und der Rest ist Verschönerung. Ja, sehr schön. Schön, schön. Hier Wolkenbruch und Kondor Wolkenbruch. Ist auch ein geiler Name, ey. So, das hätten wir. Dann auf geht's. Oberaus. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Jupp. So, wieder ein bisschen um diese öffentlichen Gebäude herum. Hier in der neuen Welt gibt es, soweit ich weiß, ja auch nur zwei Bevölkerungsstufen. Das reicht mir persönlich allerdings auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, ich müsste nicht auch noch so ein riesen Imperium aufbauen. Mir ist das mit dem Hin- und Herswitchen so schon oft ein bisschen zu viel. Ach komm, Schnucki. Oh. Schnapp dir mal die Insel. Bin ja kein Unmensch. So, die Oberos ermöglichen uns jetzt auf jeden Fall erstmal Ziegelsteine. Das finde ich ja richtig gut. Haben wir da ein Vorkommen? Lehm, 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 Lehm. Kein Lehm auf der Insel. Ernsthaft? Ne, das ist ja scheiße. Das ist ja richtig Mist. Ich muss jetzt echt schon auf die nächste Insel, weil hier kein Lehm ist. Na, das ist ja... Deine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Ja, komm, das können wir machen. Ja, fotografieren Sie Isabel Sarmentos Hafen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Und da brennt es auch schon. Na super, wo brennt es denn? Ach, beim Schnaps. Ja, da hätte ich... Hätte ich drauf kommen können, dass das hier gerne mal brennt. Scheiße. Schnapsbrennen ist halt kein Kinderspiel, ne? Das könnten wir aber schaffen. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Aber haben wir uns drum gekümmert. Nein, du nicht, du bist eklig. Ja, ja, selber. Aber Gold, zweimal Gold sogar. Aber kein Lehm. Wie sieht's denn hier hinten aus? Wir haben uns ja gleich eine zweite geschnappt. Haben wir hier Lehm? Tatsache. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir gleich eine schöne Straße rüber. Und fangen dann auch hier an, erstmal grundlegende Infrastruktur zu bauen. Ne, hier bauen wir tatsächlich wieder nur so ein kleines Hafendorf. So. Wir haben kein Holz da. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber... Wir können erstmal alles in Blaupausenmodus hier hinsetzen. So. Und. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so ist schick. So kann ich damit leben. Straßen. Und dann befehlen wir erstmal, einem Schiffchen hier was rüberzubringen. Komm mal her, immer hier. Genau, den Klipper. Oma, ein bisschen was ab, bitte. Ey, ach so. Bist du echt wieder aus dieser Scheißzone rausgefahren? Ja, 40 ist natürlich jetzt nicht die Welt. Aber gut. Schipper rüber den Scheiß. Für den Anfang ist das okay. Wir haben sogar 50 Bevölkerung schon hier und könnten schon ein bisschen Holz abbauen. Das machen wir, glaube ich, auch gleich.
So, eine. Und zwei. Ach, die kosten nicht mal Holz. Das ist ja witzig. Und die kosten auch kein Holz. Das ist ja genial. Bauen wir hier hin. Bauen wir hier. So und so. Und dann setzen wir dazwischen ein Lagerhaus. Das natürlich 10 Bretter kostet. Was? Wer wagt es? Dreckige Piraten. Spinnt ja wohl. Es wird wirklich Zeit für Linienschiffe. Was brauche ich denn da noch? Nix. Jude, bauen wir doch Linienschiffe. Ja, ist wahrscheinlich einiges zu... Ach nö, es geht. Nur eine. Rumbrennerei. So. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Geht gleich los. Derweil gucken wir, dass wir hier unser schickes kleines Marktplätzchen schon mal vorbereiten. So. Das sind 6 Felder, ja. So, noch ein paar Wohnhäuschen ran. Ach, verdammt. Zählen ist offensichtlich nicht meine Stärke. Zack. Hier wieder weg. So. Und dann sitzt das doch. So. Und so. Dann brauchen die gleich erstmal ein bisschen Nahrung. Und viel mehr kriegen die auch nicht. Die ist ja kompliziert genug. Zack, Fischöl. Und Bananen. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Damit sollten die recht flott auskommen. So. Ja, machen wir so. So, so, so. Zack, 128 Felder. Bis an den Strand. So. Haben wir auch Bananen und dann noch die Küche dazu. Wo setzen wir die hin? Ich glaube hier vorne, damit der Hafen noch was zu tun hat. Was ist das hier? Ja. So, der Wirt ist ja auch da. Weg damit und erstmal das Lagerhaus hochziehen, damit wir hier möglichst schnell autark werden. Was ist los? Echt jetzt? Du kannst das nicht direkt von da rüber schleppen. Das wäre zu einfach gewesen wahrscheinlich. Ah. Damit er auch glücklich ist. Ist jetzt... Ja, war technisch natürlich nicht die geilste Lösung, aber okay. Nehmen wir so hin. Wir haben jetzt schon zu wenig Arbeitskraft, aber das ist noch erträglich. Ja, die Holzproduktion läuft jetzt. Lassen hier mal ein paar einziehen. So, das Ding setzen wir auch. Und dann sollte das doch schon wieder halbwegs laufen. Ab rein in die Hütte. Können wir die wichtigsten Sachen gleich ausbauen. Oh, schon fehlt uns Arbeitskraft. Und jetzt auch schon wieder Bretter. So, macht mir Holz. Was ist denn dein Problem jetzt hier? Müsst ihr noch aufforsten oder was? Oh. Das ist ja nun nicht gerade volle Lotte. Hm. Egal. Na klar, wir brauchen viel Holz, aber nachher wird das Lager je mehr voll sein als alles andere. Und es steigt ja auch noch. 98. Ah, das läuft. Und 100. Und da dann wahrscheinlich auch gleich. Ja, ich kümmere mich. Ist doch gar nicht wahr. Ach, Last Haven. Was ist denn hier das Problem? 55 fehlen. Na, das ist ja... Kein Zustand.
Zack. Zack. Hat sich hier gleich erledigt. So, das reicht den Bauern noch. So. Das ist, weil wir hier die Schiffswerft angeschmissen haben. Was ist dein Problem? Achso, war wahrscheinlich recht voll. Okay, du kannst auch nicht mehr. Kein Stahl! Ja, das ist schlecht. Dann brauchen wir nochmal hier so einen Hochofen. Klatschen wir gleich nochmal einen daneben. Zack. Haben wir denn genug Eisen und Kohle? Oh, du brauchst definitiv ein Upgrade, ja. Haben wir genug Eisen und Kohle? Eisen haben wir genug, Kohle auch. Gut, das sollte vernünftig laufen. Wie sieht es mit dem Bier aus? Gut steigend, Konserven sind steigend, ja. So, und als nächstes werden wir uns hier an die Pelzmäntel wahrscheinlich machen müssen. Aber wo haben wir noch nicht genug für? Okay. Jetzt fehlen mir schon wieder Arbeiter. Ist ja nicht zu fassen. Und jetzt fehlen uns Bauern. Dam, dam. Nein, du kriegst nichts. Nein, war es nicht. Ich finde dich einfach nur unsympathisch mit deiner hässlichen Melone. Kann ja jeder kommen. So. Und noch mehr Arbeiter. Ein paar Bauern ziehen noch ein. Und ja, ein paar mehr werden wir wohl doch brauchen. So, dann machen wir das mal. Nee, so will ich das nicht. Dann nutzt du den Platz hier auch schön aus. So, das ist doch schick. Zack. Hier bis nach hinten rein. Haben wir genug Bauern, haben wir genug... Ja, Arbeiter haben sie hier. Ich will immer noch die alten Titel aus dem letzten Anno, also aus dem letzten historischen Anno, zum Besten geben. So, kommen wir doch mal in die neue Welt. Wie sieht's hier aus? Es geht voran. Sehr schön. Oh, wir haben massiv Holz. Dann können wir jetzt hier ordentlich hochziehen. Die werden auch eine Feuerwehr brauchen. Gehen wir die hier irgendwie ran. Oh, das haben wir noch gar nicht gebaut. Das deckt er natürlich ganz beschissen ab. Machen wir es hier hin. So und so. Ponchos kriegen die hier jetzt nicht, aber eine Kirche kriegen die. Sonst maulen die nämlich. Das können die nämlich richtig gut, die Penner. So. So. Und ja. Bananen kriegt ihr gleich. Macht euch mal keinen Schädel. Kleinstart. So, der ist schon fleißig. Dann kriegen die jetzt hier ihre Bananen. Ponchos, ja. Machen wir denen noch Ponchos? Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich glaube, die kriegen auch ein paar Ponchos. Ja. Wir wären dann so weit. Ja, den Druck halt. Ist mir ehrlicherweise relativ lax. 1, 2, 3, 4. Brauchen wir diesmal nicht ganz so viele. Für die kleine Insel sollte eins reichen. Ich weiß noch nicht wohin. Ach komm, die nähen wir ja auch am Hafen. So. So, jetzt können wir uns an die Ziegel machen. Warum darf eigentlich Oberus wieder arbeiten? Ja, natürlich. Und zwar insgesamt Minimum 150. Na super. Das heißt, ich müsste die hier eigentlich auch sogar noch aufleveln. Na, wie scheiße ist das denn? Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. So. So. Haben wir das doch noch gerade so erledigt. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Ja, scheiß auf Information. Ich weiß nicht, was wir ohne. So, geht noch mal ein bisschen Kohle. Nicht, dass wir es jetzt unbedingt bräuchten.
Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Rum. Dann gucken wir doch mal, können wir schon Lagerhäuser bauen? Ja. Und das Ganze kostet auch nur ein bisschen Holz. Würde ich sagen, setzen wir gleich um. Ich finde diese einfach nur hässlich Kisten gestapelt ja irgendwie echt uncool. So, gucken wir einmal, ob hier noch eins hinpasst. Nicht so richtig. Hätte ich ja schöner gefunden. Dann machen wir das so. Ja, du kommst wieder rüber. Mach dir mal nicht ins Hemd. So, gibt's auch wieder Fischöl. Haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen? Bananen gerade so. Rum ist abnehmend, weil gerade ein Schiff da war. Aus irgendeinem Grund haben wir Wurst hier. Genau, weil wir das mitgebracht haben. Nee, läuft erstmal soweit noch. Das heißt, wir können wieder hier rüber gucken. So, ich sehe gerade, wir sind eigentlich am Ende der Folge, aber wir haben ja vorhin ein bisschen was vertrödelt. Das packe ich heute einfach mal drauf. So, haben wir jetzt schon? Ja, haben wir. So, was braucht ihr denn noch? Rum könntet ihr gebrauchen. Und wir haben eigentlich auch einen ganz guten Überfluss. Ich glaube, wir schippern das von darüber. Das. Nein, kriegst du nicht. Mann! Ja. Fick dich doch hart. Geh mir nicht auf den Senkel mit deinen Expansionsgeschichten hier. Caro Jange. So, Carathao de Pombo. Gib's jetzt noch mehr rum ab und bring's das dahin. Damit die zufrieden sind. Und nachher holst du Lehm von hier. Darum kümmern wir uns jetzt. Ein Lagerhäuschen. So. Du willst Geld von mir haben, damit du mich... Ja. Ja. Fordere vielleicht kein Geld, du Affe. So, eine Lehmgrube. Und... wieder gleich zwei Brennereien. Und dann kriegen wir... Och ja, wir hätten vielleicht erst die obere bauen sollen. Na egal. Geht die Welt nicht von unter. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dann könnten wir schon mal ein paar aufsteigen lassen. Das sollte schon reichen. Oder? Wie viel ziehen hier ein? Ja. Haben wir bei der Handelsroute eigentlich ein Schiff dazu? Ne, haben wir nicht. Clever. Morgengabe, Mondschatten, Wolkenbruch. Du bist ab jetzt für Rum zuständig. Sehr schön. Oh, hier fehlt die Straßenanbindung. Das sollte geschehen. Ja, ihr seid ein bisschen schlecht drauf gleich. Macht euch nicht ins Hemd. Warum die eigentlich keine Kneipe? Die saufen auf der Straße. Auch nicht schlecht. Das ist ja Handelskammer, brauche ich nicht. Gut. So. Bringen Sie die Menschen hier zusammen. Achso. Keine Arbeitskraft, okay. Da haben wir uns gerade drum gekümmert. Das sollte jetzt vorangehen. Ziehen die bis erstmal nur 10 Leute ein, bis ich hier Tortillas habe, oder was? Boah. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, kommt ja. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, damit kommen die aber erstmal zurecht. Damit kriegen wir ein bisschen Stein ran. Jetzt wollen die also Tortillas haben. Rind und Korn. Haben wir auf der Hauptinsel Korn? Nö, müssen wir sowieso hier hinten anbauen. Na super. Wir haben uns die beste Startinsel ausgesucht. Oh, bitte. Ah, haben wir eine Feuerwehr, alles gut. Alles Totti. Okay. Dann gehen wir wieder in die neue Welt. Dann gucken wir doch mal. Dass wir hier Tortillas rankriegen. Machen wir gleich hier hinten bei dem Lehm. Eine Minute, 30 Sekunden. Das heißt, zwei jeweils und eine davon. Muck wir das doch. Eins, zwei, drei, vier. Nein, das will ich nicht. Fünf.
6. Und gleich noch eine daneben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist voll. Ziehen wir das hier einmal rum. Da kommt der Tortilla-Bäcker hin. Putz. Und dann brauchen wir aber noch Mais. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Deine Familie, dich selbst und am schlimmsten mich. Alter, du bist einfach ein hässlicher Fatzke. Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, ey. Ich bin zu Meine Güte. Dass wir es jetzt haben. Machen wir hier Mais? Ja, wir machen hier Mais. 168. Alter Vater. Das ist ja fast nichts, oder? So. Das sind 168. Ziehen wir da gleich eine passende Straße lang. Nee, so nicht. So. Eins zu weit. Sind die hier gebaut? So. Und weiß ich beim nächsten gleich, wie es weitergeht. Wir brauchen eh noch einen. Zack, zack. Sind das wirklich 168? Tatsache. Das sieht so wenig aus. Aber na gut. Zack. Wir brauchen ja eh ein bisschen mehr, weil wir ja damit zwei Inseln befüttern müssen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ist das so? Tatsächlich, das ist so. Das Spiel lügt mich tatsächlich nicht an. Also mir kann ja hier einer erzählen, was er will, ne? Aber irgendwie sieht das Feld hier größer aus, aber gut. So, das ist ja mal gar nicht wie gewollt. Zack. Wie viel brauchst du dann noch? Gar nicht mal so viele. So. So, so. So. Und die drei auch noch weg. Und setzen dann nochmal drei ran und dann passt das doch. Eins, zwei, drei. Ja. So. Dann kriegen wir hier lecker Tortillas. Ja, kriegst du, kriegst du, kriegst du. Bleib locker. Ausbauen. Ja, die kriegen hier Häuser mit Mehrblick. Versteht sich. Neue Gebäude freigeschalten. Das ist ja irre. So, eine Boxkampfarena. Das klingt nach einem Plan. So, setzen wir hier hin. Und dann wollen die auch schon Kaffee haben. Und wir können anfangen, Gold abzubauen. Hoho. Super gut. Großer Hafen. Ja, wir könnten demnächst auch mal anfangen, ein bisschen Verteidigung zu ziehen, aber so weit sind wir noch nicht. Hier gäbe es auch Kaffee. Gibt es hier auch Kaffee? Hier gibt es auch Kaffee. Den Kaffee können wir, glaube ich, wieder in beiden Welten gebrauchen. Müsste auch in der alten Welt ein Bedarf sein. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehen? Nö, gar nicht. Ja, du willst, ihr wollt noch ein Varieté haben. Genau, das machen wir jetzt noch. Das sollt ihr kriegen. Das werden wir hier. Das machen wir hier hin. Das ein bisschen versetzt nach hinten. Ja. Ja, das machen wir. Dann werden wir hier schön so einen Park ransetzen, einen kleinen. Das wird gut. Und als letzte Amtshandlung heute sehen wir hier wieder Steinstraßen. Weil es einfach so verflucht hässlich ist, diese Feldwege in der City zu haben. Hier auch lang. So. Und hier auch. Und hier auch. Dann sind bestimmt auch schon fast wieder die Steine alle. Es ist, ich weiß, es ist total unnütz, weil man hier hinten keine besseren Wege braucht, aber sonst ist hier mein Ästhetikempfinden so ein bisschen gestört. Da kriege ich sonst eine Macke. So. Und dann hier das letzte Stückchen. Und dann haben wir es. Super. Na, das, die Quest machen wir auch noch. Was willst du denn haben?
Wurst und Brot. Ich glaube, da kann ich dir weiterhelfen. Was gibt's, Boss? Lecker Wurst und Brot. Werkzeugkiste, Charakter-Item. Das ist ja schön. Gucken wir mal rein, was das genau kann. Oh, mittlerweile wissen wir es hier. Das Geschenk eines Arbeiters, das ist meine persönliche Sammlung. Hilft einem, Sachen zu reparieren. Sie wissen schon, für alle Fälle. Ja. Gut, nee, weiß ich nicht, aber okay. Wo ist mein Linienschiff? Das sind hier... Ja, George Smith. Bereitet mir Bedenken hier, mit zwei Kriegsschiffen an meinem Hafen vorbeizufahren. Wo hat denn der hier seinen Sammelpunkt? Als Kräfteauftrag, Sammelpunkt. Nein, kriegst du immer nicht. Ich muss langsam echt mal gucken, wie gut der noch auf mich zu sprechen ist. Okay, das geht noch. Aber wo ist mein Linienschiff? Schiffe. Was machst du denn hier? Das grenzt an Zauberei, was? Immer noch 40 Stunden. Ja, komm. Du bist ja ein bisschen schlecht drauf und 40.000. Ja, haben wir übrig. Was dümpelt ihr denn hier hinten rum? Ich meine, eins kann ja gerne im Hafen liegen. Aber der ist dann irgendwie doch wichtiger. Volles Lager. Okay. Ja. Haben wir gar nicht mal so viel geschafft, gefühlt, aber irgendwie doch eine ganze Menge. Ne, wir haben die Oberos jetzt schon mal auf der zweiten Insel. In der neuen Welt. Und haben da jetzt auch schon die ersten Luxusgüter, die hier fleißig rüberkommen. Und da würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir jetzt demnächst, was wollt ihr haben? Pelzmäntel ranbekommen. Ja, natürlich. Tun sie immer. Was brauche ich denn für die nächstbesseren Gebäude? Das gucken wir doch mal. 900, da kommen wir beim nächsten Mal hin. Ja, machen wir ganz easy peasy. Und ja. Was ist ein Geschenk für mich. Ja, Geschenk nehme ich. Komm, gib her. Und dann gibt es Pelze. Ja, natürlich alles Synthetikfasern. Ganz klar. Gut, dann danke ich euch vielmals fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge mit Ragnar Bertholdsson.